Willkommen zurück zum DevPlay hier bei Didelic im Hause. Und wir haben immer noch diese reizenden Gäste bei uns. Wir blenden es sowieso nochmal wieder ein, aber ich kann gerne nochmal sagen, wir haben Black Forest Games, wir haben Piranha Bytes und wir haben King Art. Und wir spielen immer noch Black Ops 2. Yes. Zuletzt habe ich ganz hervorragend eine Schlacht geschlagen und gewonnen. Und begeben uns jetzt zu einem weiteren nächsten Kampf hier auf unserer schönen Strategiekarte. To Battle! Ja, zu den Ruinen von Bankalal. Barankal. Balarakal. Whatever. Whatever. Die sind so mysteriös, dass niemand weiß, wie man sie richtig ausspricht. Ja, man wird auch immer so benannt, mal eben zu den Ruinen von Grützen. Namensgebung ist ein ernstzunehmendes Thema. Das ist nicht so einfach. Also das sollte man nicht so runterspielen. Ja, aber wir haben ja ein DSA-Spiel und da sind die Namen ja schon alle gegeben. Ist das so, ja? Naja, nein, nicht alle, aber doch ein paar. Ich glaube zum Beispiel, dass das Buch, aus dem Cassia liest, das von Dexter Nemrod geschrieben ist, das sind ja alles Figuren, die es wirklich gibt. Mhm. Die Orte El Halem, Mengbella gibt es ja auch wirklich. Ne? Also man sollte natürlich auf die Idee kommen, die Ruin von Face Road zu nennen. Das wäre vielleicht nicht so passend. Was schätzt du, wie viel Arbeit spart das, dass man sozusagen auf so eine etablierte IP irgendwie setzt? Gar keine. Also mal, das Problem ist, du musst dann natürlich auch die ganzen Sachen dann immer nachlesen. Ja, gut, aber ich sag mal, jetzt sowas wie Kampfsystem und Werte und Waffen und so, ich meine, ihr müsst euch jetzt ja nicht mit einem weißen Blatt Papier setzen. Du musst halt sagen, okay, was gibt's denn so für Waffen? Sondern, ich sag mal, ihr könnt natürlich einfach sozusagen in die Komplettlösung gucken. Was gibt's alles für Waffen, oder? Ja, du musst es ja immer noch letzten Endes auf ein Videospiel adaptieren. Ne? Also nehmen wir jetzt mal an, wenn du jetzt natürlich eine Videospiellizenz hast mit unterliegendem Videospielregelsystem, dann wird es auf jeden Fall einiges einfacher machen. Aber dann musst du halt immer noch gucken, was von dem, was da der Lizenzgeber halt eben sich fürs Pen and Paper jetzt zum Beispiel gedacht hat, was funktioniert auch wirklich fürs Videospiel. Ja. Und da haben wir halt eben deswegen auch ein paar Änderungen aus dem, nach dem ersten Teil halt eben gemacht, weil wir halt gemerkt haben, okay, funktioniert halt eben vielleicht auf eine andere Weise doch noch besser jetzt auf dem Schirm. Mhm. Okay. Lowering the bridges seems a good idea. Genau, und der Kampf hier ist jetzt ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man auf viele verschiedene Arten und Weisen einen Kampf gewinnen bzw. verlieren kann. Vor allem verlieren. Man sieht hier halt eben schon mal ganz nett, hier links unser Startpunkt. Wir sind hier an einer ziemlich miese Position, sind hier eingekesselt. Hier hinten übrigens gehe ich später noch ein. Eigens erschaffener Monstertyp, ja? Ganz was Fettes. Genau. Und was es hier auf dem Boden ist, wisst ihr noch nicht, ne? Aber wenn ich zum Beispiel schaffe, die Brücken da hinten runterzulassen, die man hier hinten sieht, dann kriege ich zusätzliche Truppen. Und so. Wir haben ja letztes Mal auch dieses Verhör gesehen, wo man kann sich durch Verhöre halt auch Informationen beschaffen, dass man einen besseren Startpunkt auf der Map sozusagen oder weitere Spawnpunkte. Oder genau, oder einen weiteren Spawnpunkt einfach. So, weil ich die Map jetzt kenne, weiß ich schon mal gleich, ich mache hier gleich meinen Accelerator ganz hoch. Und versuche jetzt hier möglichst weit nach vorne zu rennen, denn da kommen noch mehr Gegner. Das hier sind auch von uns erschaffene Kreaturen, das sind Insektoiden. Eine Mischung aus Mensch und Insekt. Wie man sieht, können die hier fliegen, haben vier Arme, können vier Waffen halten, in dem Fall haben sie alle vier Schwerter. Gehen aber auch andere Kombinationen. Und die sind ganz schön knallhart, das sind vor allem viele. Und Marwan, unser Antagonist, hat sich halt eben mehrere verschiedene von diesen Kreaturen, darunter auch hier hinten diese Narrenhölzer, erschaffen, die ihm auch dabei geholfen haben, überhaupt die Macht über dieses Königreich an sich zu reißen. Und ich kann diese Viecher tatsächlich... wenn ich es schaffe, sie hier in diesen Kreis reinzulocken, in diesen Ritualkreis, kann ich sie übernehmen, dass sie für mich kämpfen. Denn die sind halt eben quasi also auf abnorme Weise geschaffen. Das sind halt eben Kreaturen, die dem Wahnsinn eher nahe sind, als dass sie auf irgendwelche Kommandos hören können. Das heißt, auch Marwan beziert die auf gewisse Weise, dass sie für ihn kämpfen. Und wenn ich schaffe, sie hier reinzulocken und die Blutorgel, das ist das Ding hier hinten, spiele, während die Dinger im Kreis sind, dann wechseln sie auf meine Seite. Dafür musst du natürlich auch die richtige Melodie kennen, zum Beispiel. Und wo findet man die Melodien dann, John? Die Melodien findest du, indem du die Chimerologin oder auch Schöpfer, die diese Kreaturen erschaffen haben, aufsuchst und dazu überredest, dir die Melodien zu geben. Mit unserem höchsteigenen Charme.
unserem höchsteigenen Schaden. Überreden. Überreden. So, und in dem Fall hier, ich versuche jetzt hier einerseits hier links dran vorbeizukommen und hier zu dem Rücken zu kommen. Mit der Karte locke ich halt eben hier ein paar von den Viechern in diesen Kreis rein. Und hoffe mal, dass er möglichst lange überlebt. Er ist jetzt schon ziemlich angeschlagen. Und ich nehme an, du hast jetzt einen fetten Nahkämpfer genommen, um den in den Kreis zu schicken. Leider nicht den fettesten, den ich habe. Den fettesten, den ich habe, ist natürlich der fette kleine Zwerg. Er ist wahrscheinlich nicht schnell genug. Weil er die kurzen Beine. Genau, korrekt. Das liegt daran, dass ich die Schatten deaktiviert habe. Es ist halt eben noch Work in Progress. Das heißt, die Karte hier hat noch kein Light-Backing. Das heißt, die Lichtquellen sind noch nicht optimal platziert. Die überflüssigen sind noch nicht rausgelöscht. Das heißt, wenn ich jetzt die Schatten aktiviere, dann haben wir hier eine Gia-Show. Die Dunkelheit fehlt noch. Das Düstere ist weg. Warum? Hast du ein bisschen zu freundlich für so Schurken, ne? Die Dinger hier hinten, die sind zum Teil organisch, wie man sehen kann, zum Teil Pflanze, zum Teil auch maschinell. Die haben zum Beispiel, wenn sie sich im Boden vergraben, dann können sie so über den Boden Stahlranken spawnen lassen. Also die lassen ihr Wurzelwerk durch den Boden halt eben auf die zurasen, da sind so Metalldornen halt drauf. Die schlagen Wunden, die können dich umschubsen. So, jetzt habe ich das da freigeräumt. Dusch. Dass die jetzt alle so schnell sind, liegt daran, dass sie gewacht haben. Genau, weil ich ja schon am Anfang wusste. Ne, was so. Und ich wusste, es kommt hier halt eben auch viel auf Speed an, gerade auf der Map. Developer-Vorteil, ne? Ja, ein kleiner. Wie ist das denn, wenn man das nicht weiß? Setzt ihr darauf, dass man das dann nochmal spielt und dann mit diesem Insider-Wissen dann zu sagen, so, oh, jetzt mach ich's mal richtig? Ist das so ein Trial-and-Error-Prinzip oder ist es so, dass man auch vorher schon gewahr kriegt, irgendwie, oh, guck mal, da ist so ein Kreis, da muss ich jetzt hin? Also es gibt einerseits die Verhöre, die es ja eben ermöglichen, vor der Klappe auch solche Infos mit abzugreifen, wie zum Beispiel, ja, da gibt es einen Rundzirkel, da werden Chimären kommen und so weiter, ne? Und es wäre vielleicht ganz schlau, wenn du halt eben auf Geschwindigkeit setzt. Auf der anderen Seite, du hast halt eben immer mehrere Möglichkeiten, so eine Schlacht zu gewinnen. Und natürlich, ne, jemand, der jetzt versagt, ne, der wird natürlich dann beim nächsten Versuch diese Taktik versuchen, aber jemand, der natürlich seine Gruppe gut ausgewogen, so gut ausbalanciert trainiert hat, der wird das auch im ersten Versuch schaffen. Denn du hast ja auch immer noch, also du siehst ja am Anfang schon hier die Brücken. Mhm. Ne? Wir haben auch einen Tipp bekommen am Anfang von dem, wie hieß der Bogenschütze? Also der Typ mit dem Bart da unten. Der Typ mit dem Bart da unten, ja. Du meinst, nein, ich meine nicht den Zwerg, den weniger Bart. Den Schnäuzer. Das ist Zoberan, das ist unser Magier. Ah, richtig, sorry. Tobi! Der Tobi hatte gesagt, ja, Brücken runterlassen, genau. Duftige Idee. Wäre eine gute Idee. Da hat der Tobi auch vollkommen recht. Das mag ja so an sich, ne? Die sind jetzt habe ich nur das Problem, diese Dinger, die haben halt Bienenstöcke draußen dran, was sie halt eben im Nahkampf sehr gefährlich macht. Das sind irgendwie weirde Viecher, kann das sein? Ja. Bienenstöcke, Pflanzendings mit Metallranken und Hörnern. Das war auch der ursprüngliche Name dafür. Wir sind dann irgendwann auf Narrenholz umgestiegen, weil Bienenstöcke mit Pflanzendingen mit Metallteilen zu lang war. Mit Megabumst macht nicht so viel Sinn. Das klingt wie etwas, wo man irgendwie so ein Brainstorming gemacht hat. Was könnte man mal so für 10 verschiedene Gegner machen? Dann haben wir gesagt, lass uns einen draus machen. Tüte, alles rein. Mal gucken, was stecken bleibt. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt die Melodie habe, um die Dinger zu auf meine Seite zu ziehen. Das wäre natürlich blöd, wenn ich die jetzt nicht hätte. Dann habe ich jetzt nämlich gerade meine ganze Taktik darauf ausgelegt. Und dann, siehst du, dann wäre der Dev-Vorteil wieder ein Dev-Nachteil. Aber hier mit ihm müsste ich die Dinger, eigentlich müsste ich das Vieh stechen können, ohne dass... Ah, ich hab ihn runter... Ich hab den Bienenstock runtergehauen, ja. So, jemals ist eine gute Sache. Ja, es ist, jetzt es wird er von der Seite angreifbar sein, im Nahkampf. Siehst du jetzt? Au. Ups. Au. Das war effektiv.
Ja, es war sehr effektiv. Ja, von seiner Seite auch. Okay, ich könnte jetzt natürlich auch hier, wir haben jetzt ein Cover-System, das heißt, du kannst jetzt auch in Deckung gehen, was die Leute hier links machen. Das macht natürlich für ihn jetzt relativ wenig Sinn, da in Deckung zu gehen, direkt zwischen zwei Gegnern, aber ich könnte. Und es gibt auch das Guard-Feature. Heute ist es auch das Guard-Feature, aber da ich jetzt gerade leider, also mit Guard kannst du, das ist so quasi, wenn du einen Bogen hast, ne, kannst du das Areal bewachen. Ne? Mhm. Wenn irgendwas in dieses Areal reinläuft oder rausrennt, schießt man drauf und dann, wenn es getroffen wird, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass die Person halt eben umfällt. Also, ne, dass du so deine Flanken halt schützen kannst. Naja, vor diesen komischen Pflanzen-Bienen-Ding da sich zu verstecken hinter Kisten, ist jetzt vielleicht keine so gute Idee. Nee, das Ding bricht ja durch. Ja. So, okay, jetzt kann ich die hier hinten halt eben auch benutzen. Das sind Söldner jetzt, ja? Das sind Söldner, genau, zusätzliche Söldner. Also ich meine, das macht jetzt ja schon einen riesen Unterschied, oder? Weil ich meine, das sind jetzt vier Leute, die du wieder zu hast. Mehr oder weniger. Genau, und er hat jetzt gerade seine Fernkampfattacke da rausgehauen und... Er kam, sah und schlacht. Ja, und traf mir in den Hintern. Okay, ich will jetzt mal versuchen. Sieht nicht so aus, als hätte ich die richtige Melodie, um die Dinger auf meine Seite zu ziehen. Okay. Der dich. Oh, das ist schlecht. Okay, jetzt habe ich natürlich meine ganze Taktik darauf ausgelegt, dass ich die Viecher auf meine Seite bekomme. Melodie, das wäre ein Skill oder ist das ein Item oder ist das? Das ist quasi ein Skill. Das ist also etwas, was du, wenn du eine bestimmte Map auf die richtige Weise halt bezwingst, was du dann halt eben hast. Okay. So eine Fähigkeit quasi. Dieses Wissen. Die ich jetzt hier nicht habe und die ich mir auch nicht gecheatet habe. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken, dass ich überlebe. Aber ich glaube, also weil die Maps halt eben so viel größer sind und man halt eben schon an der Map schon mal so 30, 35 Minuten zocken kann. Also das ist jetzt noch nicht eine von unseren größten Maps, die ist so, ich schätze mal, 2,5-fache Black Hearts 1 Größe. Also ich glaube, die Map hier komplett zu spielen, würde mich jetzt wahrscheinlich... So 20 Minuten könnten das werden. In der Entwicklung, wie viele Iterationen habt ihr bei so einer Map? Also wie oft wird das neu gemacht, dass es so funktioniert? Oder ist das also, neu gemacht oder also, ne? Wir haben im Augenblick recht viele QA da drauf sitzen und ja, die zocken die Maps mit jeder Version, die rauskommt, halt wieder. Mhm. Ne? Und ich kann dir nicht sagen, wie viel Iterationszyklus wir jetzt sind, aber wir machen jeden Tag ein Bild. Da wird jeden Tag, ne, werden da Sachen wieder dran verändert. Also schon recht viele, ja. Was dabei ja immer so ein bisschen die Gefahr ist zu gucken, wie gut die Leute dann geworden sind. Ne? Weil wenn die es natürlich sozusagen, weil ich jeden Tag mache, das ist natürlich irgendwann, ja, voll simpel, alles klar. Nur wenn du natürlich dann sozusagen jemanden hast, der es zum ersten Mal spielt, für den sieht es natürlich ganz anders aus. Du versuchst immer wieder neue Leute eben immer wieder dran zu setzen. Dann gibt es die Fokusgruppentests und... Ja, das zieht sich immer alles ewig bei Rundenspielen. Was die meisten Leute immer sowieso... nicht glauben würden, ist, wie, da hat er sich jetzt übrigens eingebuddelt, wie viel Zeit eigentlich Iteration so in Anspruch nimmt. Mhm. Ne? Also das ist wirklich so eigentlich in meinen Augen fast schon die Phase, dass die so am aufwendigsten mit ist in der Entwicklung. Und vor allem das Problem ist halt, wenn man so riesen Level hat, wir hatten das bei der Battle Worlds, da haben die letzten Level, die so hatten, keine Ahnung, 5 Stunden gedauert. Und man kann es halt das einmal am Tag spielen, so ungefähr. Also dann kannst du sagen, okay, am Ende stimmt auch was nicht, spielen wir morgen nochmal. Das ist natürlich, das kostet einfach wahnsinnig viel Zeit. Wenn wir bei Risen 3 an den Tunen rumgefummelt haben, da hat sich die QA auch mal bedankt, wenn wir den neuen Bild gegeben haben. Ja, man muss dann auch mal von vorne anfangen. Die Story testen und so ist eine Sache, aber die Werte dann festlegen und dann gucken, wie der Skillbaum dann sich entwickelt, das ist immer ein Riesenaufwand gewesen. Aber nutzt ja nichts, das musst du machen. Ja, klar. Bis du halt diesen Spielfluss drin hast. Du hast dreifach an Iterationszeit, was du nicht in Produktionszeit reingepackt hast, mindestens. Bei den komplexeren und längeren Levels haben wir so eine vierfache, fast fünffache Zeit drin. Ich kenne natürlich nicht an so Boss-Level, die sind super gigantisch gewesen. Die haben halt sehr viel Feintuning gebraucht, dass ich die richtig verwendet habe. Ich glaube auch, das ist auch das, was irgendwie den Unterschied letzten Endes ausmacht, wenn man sich, keine Ahnung, jetzt mal so, Blizzard Games anguckt, die sind halt einfach tot getestet und die wissen halt ganz genau, was am Ende rauskommt. Es ist ja nicht so, dass die irgendwie den geheimen Zaubertrank im Keller haben, sondern die haben halt, stecken einfach viel mehr Ressourcen rein, diese Dinger zu testen. So. Ja, auf jeden Fall würde man ja sagen,
die Zeit, die da an Testing reinstecken, die, das dauert halt bei anderen, ist das die ganze Entwicklung. Ja. Das ist eine Sache von, wie viel Ressourcen hast du da zur Verfügung. Ja. Ja, das Black Hat 1 ja auch in Early Access, das war, hat da wahrscheinlich auch geholfen, oder nicht? Ja, hat sehr stark geholfen. Letzten Endes, also, du weißt, was ein Postmortem ist, auf jeden Fall, das weiß jeder von uns. Postmortem ist für euch da draußen, wenn man quasi so nach Release eines Spiels mal guckt, was eigentlich alles schief gelaufen oder was alles gut gelaufen. Weiß nicht, was alles schief gelaufen ist. Beim nächsten Mal besser machst. Genau, und das war bei uns eben sehr umfangreich und da ging halt eben viel Presse und User-Feedback halt eben mit rein. Und daraus halt eben auch diese ganzen Regeländerungen letzten Endes. Und das Early Access war quasi schon so eine Art, ja, vor Postmortem, halt eben so eine Vorsammlung, wo dann eben schon, das war unser erstes RPG Black Ops 1, ja. Also wo man eben schon mal weiß, okay, welche gröbsten Fehler haben wir da gemacht. Ja, und was man vor allen Dingen auch einfach nicht unterschätzen darf, ist halt einfach die Menge der Leute, die es dann spielen. Weil wie gesagt, selbst wenn man viele Leute auf QA setzt, sind mal viele Leute, sind dann ein paar Leute. Ja. Und ich sag mal, wenn es dann ein paar hundert sind oder ein paar tausend sind, die dir Feedback geben zum Level, dann ist es einfach viel besseres Feedback. Ja. Oder zumindest viel näher an der späteren Realität. Ja, du hast es ja auch, dass zum Beispiel, wenn du nur 5 oder 6 Tester hast, ne, oder keine Ahnung, meinetwegen auch 10, ne, dann ist jede einzelne Meinung ja immer noch 10% von der Gesamtmeinung. Ja, ne? Genau. Wenn du dann 2 Leute hast, die sagen, ja, das Spiel ist so super und das ist viel zu leicht, das müssen wir noch schwerer machen, sind das schon 20% aller Leute, die das sagen, quasi. Ja. Dann hast du noch die Variation zwischen Maschinen. Du kannst gar nicht in deinem Labor all die Möglichkeiten aufbauen, wie so eine Maschine funktioniert. Ja. Welche Grafikkarte, welche Treiber, ja. Und dann ist Early Access super, weil dann kriegst du einfach mal so die Kompetenz, gerade so auf dem Markt. Die Ergebnisse deutlich interessanter. Wir hatten das mit Battle Worlds jetzt auf Mobile, auf Tablet Geschichten. Es gibt einen Fehler auf irgendeinem Chipsatz, der in irgendein paar Android-Telefon ist. Ja. Weißt du, das ist natürlich auch sehr toll. Haben wir nicht. Also ich meine, wir haben vorher auf vielen Geräten getestet, so, ne? Aber gut, hatten wir jetzt zufällig nicht dieses Gerät und dann sagt natürlich auch jeder, das läuft ja gar nicht. Warum läuft das nicht? Dann ist das, ja, sorry. Wir haben halt eben nicht jedes Gerät, was irgendwie jemals veröffentlicht wurde, mit jedem Chipsatz und auf jedem. Und vor allem dann auch noch so eine Geschichte mit der neuesten Android-Version funktioniert, sondern nur wenn du die letzte Android-Version auf dem Chipsatz hast und. Oh, ja, also die Suche nach den Nadel im Heuhaufen. Ja, kannst den Leuten dann aber auch nicht sagen, ja, du hast ja das falsche Gerät gekauft. Nein, natürlich nicht. Nee, man will es ja auch fixen. Das ist dann halt eben so. Es geht halt einfach nicht jede Kombination. Zogaran wurde hier gerade von den Bienenschwarm, der hier noch von dem getöteten Narrenholz übrig ist, hingerafft. Zubi! Ja, das ist ein sehr unwürdiges Ende, aber wenn du halt eben oben ohne einen Bienenschwarm rein willst, ist das deine eigene Schuld, Mann. Warum machst du auch sowas? What is this? The battlefield was a lack of bees? Nothing a jar of bees, Code. Ich glaube, wir sind wieder durch. Ja. Oh. Ja, die merken es schnell. Na, Bees! Sagen wir mal, es war ein schönes Schlusswort, was immer das war. Ja. Bis dann. Bis dann, ciao. May the bees be with you. Bye.